Hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schumacher, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg, Berlin, Nähe von München. Leider gerade wurscht, weil Lockdown. Diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Was haben wir denn heute? Ich glaube, morgen am Mittwoch gibt es mal wieder einen Livestream um 20 Uhr, denke ich. Und kommt noch rein in die Selbstliebe-Challenge Advanced. Wenn ihr Lust habt, gibt noch diesen Anti-Angst-Kurs und vieles andere rund um die Liebe, Bindungsangst, Verlustangst und so weiter auf liebeschipp.de. Ja, heute haben wir mal wieder schöne Mail von Anneptrovka und sie schreibt, also es geht um das Thema Depression in Anführungsstrichen und emotionale Affäre. So, lieber Christian, so einmal möchte ich dir danken. Danke dafür, dass du dich, ich kürze das Ganze mal so ein bisschen. Leider finde ich zu meinem persönlichen Kontext nicht allzu viele Punkte auf deiner Seite, deshalb möchte ich mich nun auf diese ganz subtile Weise an dich persönlich wenden. Mein Mann und ich sind seit 15 Jahren in einer Beziehung und seit 12 Jahren verheiratet. Wir haben zwei Töchter und so weiter. Wir führten stets eine Beziehung, die grundsätzlich davon geprägt war, dass ich irgendwie grundsätzlich mehr gegeben habe als er, was ich nie als schlimm empfand. Das ist der Hauptfehler, das ist einer der Haupttipps, den ich immer wieder sage, an all die Pluspole auf meiner Seite, die immer mehr geben, hört auf mit dem Scheiß. Wirklich, das ist, vor allem man gibt mehr, als man eigentlich hat. Ne? Viele denken ja immer, sie hätten so viel, aber es ist häufig auch so ein altes Kindheitsmuster, ne? Immer mehr geben, als man eigentlich hat, so. Und an Menschen, die häufig auch für sich in der Kindheit gelernt haben oder wo auch immer, hauptsächlich zu nehmen und auf der Energie von anderen zu leben, so, ne? Und also, wenn man sich aus toxischen Beziehungen raushalten will, ist eigentlich einer meiner Hauptratschläge immer wieder, mach nicht mehr als der andere, so, ne? Es muss ja nicht unbedingt dieses Mehrmachen muss ja nicht unbedingt, also kann ja sein, dass der eine bringt mehr Geld rein und der andere bringt dies rein, also aber so unterm Strich sollte es ungefähr passen, so, ne, sonst läuft irgendwas schief und man hat meistens ein Thema mit Selbstliebe, weil Selbstliebe führt dazu, dass ich das mehr ausgleiche, ne? So, ich hatte schon immer dieses Mutti-Syndrom, also das ist ja nicht immer Retter, also auch eins der Pluspol-Themen, der Retter, wie ich es ja gerne bezeichnen möchte, und gebe den Menschen, die mir am Herzen liegen, alles, was ich kann. Ja, aber was gibst du dir? Das ist immer die entscheidende Frage. Ne? Wenn du dir wenig gibst, dann strahlt das nach außen ab und du kommst an diese Nehmer. Das ist einfach Gesetz der Anziehung. So, möglicherweise ist der mehr nimmt, aber auch immer der mehr braucht. Nee, ich glaube, du brauchst genauso viel. Aber das ist vielleicht wichtig, das mal zu sehen. Sei es drum. Also zu irgendeiner Zeit hat sich dein Partner wegen depressiven Verstimmungen in eine Therapie begeben. Ja, wunderbar. Ich kann ja jetzt nichts zu sagen, ob er... Gut, nehmen wir jetzt mal so hin. Wir sprachen nicht viel darüber. Er war auch nicht bereit dazu. Ich ließ ihn, auch wenn ich es teilweise nicht verstanden habe. Diese Ebenen, die sich dabei auftaten, waren für mich als normale Frau irgendwie zu hoch. Ich muss dazu sagen, dass mein Mann sehr schlau ist, nur wenige intensive Freundschaften führt und sehr sensibel und zugleich überaus egoistisch ist. Da läuten ja bei uns auf Liebeschip schon wieder die Alarmglocken. Aber gut. Das ist halt, muss man jetzt auch gar nicht werten, das ist das Gesetz der Anziehung. Ne? Menschen, die irgendwie so ein Ding haben, ich gebe, geraten häufig an Menschen, die egoistisch sind. Jetzt fragen wir nicht, warum, ich habe es nicht gemacht, aber das Universum spiegelt uns halt immer, ne? Weil es uns was sagen will, komm mehr in die Mitte, komm mehr in die Mitte, komm mehr in die Mitte. Ne?
Ah, so. Ohne dass er das aber in einer bösen Art und Weise rüberbringt. Hast du schon mal gut. So, es erzählt zu viel von eurer Beziehung. Das lasse ich jetzt mal aus. Ist dann irgendwie teilweise beruflich so ein bisschen in so einem Loch versunken. Ich denke, nach längeren Überlegungen hier liegt vermutlich auch der Startpunkt unserer Krise. Zu einem Überfluss erhielt ich dann auch noch eine körperliche Diagnose. Ja gut, ich fand, ich kann das jetzt immer schlecht sagen, aber muss man selber mal überlegen. Klar, das muss man immer erstmal gucken, was ist es medizinisch, aber klar, in toxischen Beziehungen werden Leute überhäufig krank, das kann man glaube ich sagen, so, ne? Aber Minuspole übrigens teilweise auch. So, wir zogen in eine andere Stadt und da blühte irgendwie wieder auf. So, dann hat er eine neue Stelle bekommen. Friede, Freude, Eierkuchen könnte man also meinen. Wir hatten nun alles, was wir uns hier gewünscht hatten, und doch ging in diesem Jahr alles in die Brüche. Wir zogen nochmal um und sprachen viel von positiven Beziehungsereignissen. Dann ist aber etwas passiert, was ich nicht beschreiben kann. Ich fing wieder an zu arbeiten, jeder ging seiner Wege und wir lebten irgendwie lieblos und gelangweilt nebeneinander her. Ich sprach sogar mit Freunden darüber, dass wir gerade eine schwierige Zeit miteinander verlebten. Auch ihnen war das aufgefallen, was sich gerade alles verändert hatte. Dann eines Tages entdeckte ich einen blöden Zufall. Er schrieb sehr gefühlvolle Mails mit seiner Arbeitskollegin. Da kommt der Zug angefahren. Ich konfrontierte ihn damit und er war einfach nur geschockt, dass ich es herausgefunden hatte. Ja, er sollte eigentlich geschockt sein, dass er es gemacht hatte und nicht, dass du es herausgefunden hast. Ich zwang ihn dazu, den Kontakt, zumindest den privaten, sofort einzustellen. Andernfalls würde ich mich sofort lösen. Ja, also bis hierhin, gut reagiert. Falls du es noch nicht gehört hast, ich sage ja immer, keine Dreiecke. Er tat dies und sie war unglaublich getroffen. Wir probierten das ein paar Monate nochmal miteinander, bis ich abermals herausfand, dass er weiterhin Kontakt mit ihr hat. Und sie auch zu Hause besucht. So, jetzt bist du das zweite Mal angelogen worden. Ne? Und an diesem Punkt muss man eigentlich nur in sein Standardbuch reingucken. Mehrfach gelogen. Affäre. Also eigentlich müsste man jetzt sagen, ciao. Aber gut, ihr habt Kinder. Ihr seid lange zusammen. Kann ich jetzt verstehen, dass man da ja überlegt, aber das ist wie Leute, die da hat einer eine Affäre gehabt und dann kommen die in eine Paartherapie und dann wird er wieder gelogen und dann kommt nach 10 Stunden Paartherapie kommt raus, dass wieder alles gelogen war. Da kann man irgendwie nichts mehr machen. Da muss man einfach mal akzeptieren, dass man jemand hat, der keine Probleme hat mit zu lügen. Vielleicht war das vorher nicht, ne? Aber was kann man dann noch glauben, wenn man, du bist jetzt das zweite Mal krass angelogen worden. Dennoch glaube ich ihm bis heute, dass da nichts Körperliches mit dir lief. Ja, die haben bestimmt Tim und Struppi geguckt und über die politische Situation in Südbolivien gesprochen. Also, ich meine, ich bin total abgefuckt mit meinem Job und was ich alles in meinem Leben erleben habe, was ich erlebt habe, wie Leute gelogen haben. Also ich würde sowas nicht eine Sekunde glauben, aber du kennst ihn, ich weiß nicht. Also für mich wäre das. Also wer hat denn eine emotionale Affäre, besucht sich und da läuft da nichts? Das macht für mich überhaupt keinen Sinn, aber wie gesagt, vielleicht ist jetzt hier mal, ist doch nicht so schlimm, wie man denkt, aber meistens ist es so schlimm, wie man denkt, aber ja, keine Ahnung. Okay. Das würde es irgendwie einfacher für mich machen, mich aus der Situation zu lösen. Wenn da was Körperliches gelaufen wäre, also ich. Ruf sie doch mal an. Frag sie doch mal. Also, ist jetzt kein wirklich ernst gemeinter Vorschlag, aber ich wollte nur sagen, versuch doch mal das rauszukriegen vielleicht, ne? Also jetzt mit Nachfragen, ich meine jetzt keine besonderen Mittel, so. Oder, ja. Aber ehrlich gesagt, meistens,
Meistens reicht das Bauchgefühl völlig aus. Was sagt dir dein Bauchgefühl, ne? Also, warum sollte er mich diesbezüglich auch weiter anlügen? Weil er dich schon zweimal krass angelogen hat. Warum sollte er dich nicht dreimal anlügen? Liegen noch die Karten so lang, klar wie lange nicht auf dem Tisch? Ja, aber trotzdem ist seine Situation ja viel einfacher. Also eigentlich ist sie nicht einfacher, aber du machst sie ihm einfacher, wenn da nichts Körperliches war, ne? Ich begriff, dass sich beide auf eine emotionale Affäre eingelassen hatten. Und das bereits seit einem halben Jahr zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Mal rausfand. Ja, also, woher weißt du, dass es ein halbes Jahr ist? Vielleicht waren es auch viel länger. Und wie lange wäre es gegangen, wenn du es nicht rausgekriegt hättest? Und nochmal, wie kommst du da drauf, dass es nur eine emotionale Affäre ist, so, ne? So, hat sie auch. Okay, das lassen wir mal außen vor. Er begründet die Beziehung mit dem intellektuellen Austausch, der ihn inspiriert. Ja, also tatsächlich entstehen viele Affären, entstehen tatsächlich über gute Gespräche. Aber bleiben da meistens nicht mal stehen, ehrlich gesagt. So. Dann habe ich mich vor einiger Zeit erstmal von ihm getrennt. Seither, ja, das finde ich gut. Weil ich sage immer, hey, keine Dreiecke, da würde ich sagen, du kannst sie nicht lösen, alles klar, tschüss, hier ist dein Koffer. Oder keine Ahnung, wie man das dann regelt. Wenn du da Klarheit gefunden hast, dann können wir weiterschauen. Also das ist genau richtig. Und wie gesagt, es sei denn, du willst irgendwie so eine abgefahrene polyamorore Beziehung führen, aber es wird ja garantiert, wird er das nicht, ich könnte wetten, dass er das nicht gut finden würde, wenn du das auch machen würdest, könnte ich drauf wetten. Andere Möglichkeit ist zu sagen, alles klar, wir haben ab jetzt eine offene Beziehung, ne? Ich kann dir eh nichts glauben, ich mache auch, was ich will, jeder macht, was er will, aber das ist nicht, was du wirklich willst, so, ne? Aber du hast einen Mann, der dich anlügt. So. Seither suchen wir nach einer Antwortlösung. Ja, die brauchst du gar nicht suchen. Also, solange er das nicht aufhören kann, brauchst du da gar nichts machen, würde ich sagen. Ja, melde dich einfach, wenn es vorbei ist. Wenn er sich dann meldet, dann brauchst du nur fragen, ist es vorbei? Nee, ist nicht vorbei. Tschüss. Melde dich. Mehr brauchst du, du brauchst gar nichts machen, weil es liegt nicht in deinem Bereich. So, ich meine, er will es einfach nicht beenden. So, ich begriff in den letzten Wochen durch die sehr intensiven Gespräche, die auf einmal möglich waren, dass er abermals in einer schweren Krise steckt. Ja, aber so viel Krise hat er scheinbar nicht, dass er nicht eine emotionale Affäre führen kann. Also da, das ist immer, wenn man so ein Retterding hat, dann meint man immer, ja, so eine schwierige Kindheit und der Job ist so schwer. Oh, er hat gerade eine Krise. Hat eine Midlife-Crisis, ja, dann schreibt man eben monatelang irgendeiner Frau und besucht die heimlich. Ja, also, wie gesagt, ich will das gar nicht werten jetzt, das ist menschlich. Aber wenn man es dann rausfindet, sollte man einfach den Dingen ins Auge gucken und sollte sagen, ja, ich habe einen Partner, der lügt. So, ne? Und deswegen habe ich ja immer, muss ich wirklich mal Modul 1 angucken, Standards und Dealbreaker. Also wenn jemand seine Standards und vor allen Dingen einen Dealbreaker bricht, es ist egal, warum er das macht. Ob er, was weiß ich, irgendwie mental nicht gut drauf ist oder ob, keine Ahnung, ob sein Kanarienvogel irgendwie eine Blasenentzündung hat oder es spielt keine Rolle. Es ist einfach total wurscht. Ah, alles klar, kann ich loyal sein, kann ich eine Affäre sein. Können wir leider keine Beziehung haben. Kann man immer noch sagen, können wir freundschaftlich verbunden bleiben? Aber mal ganz ehrlich, wird ein Freund sowas machen? Ich weiß es nicht. Da kann man natürlich immer noch allgemein menschlich verbunden bleiben. Aber selbst da wäre die Beziehung immer noch total schräg, weil du viel mehr reingibst, als er reingibt. Ne? Er gibt die Energie woanders rein. Ne? So. Was ich zu Beginn noch als Midlife-Crisis abtat, kristallisierte sich nach Abende des verzweifelten Weins. Also ich muss mal überlegen, weint er jetzt wirklich, weil eure Situation so blöd ist oder weint er wegen sich? So. Seinerseits als aufgrund einer empfundenen Leere, des Nicht-Empfinden-Könnens von Glück. Ja, aber er empfindet doch Glück, wenn er sie trifft. Also das macht doch gar keinen Sinn.
sich nichts gönnen können. Er gönnt sich doch diese Frau. Lass dich da nicht zulabern, ey. Wirklich nicht. Sich selbst immer in Frage zu stellen und der steten Suche nach Perfektionismus, die so oder so nicht befriedigt werden kann. Ja, das ist so diese blumige Sprache, die viele, ich jetzt mal vermute, Leute, die sich eher minuspolig verhalten, drauf haben, die aber letztlich gar nichts sagt, außer ich möchte gern meine Bedürfnisse, also er befriedigt doch seine Bedürfnisse auf eine sehr egoistische Art und Weise, oder bist du emotional fremdgegangen? Also wenn das ihm kein Glück bringt, warum macht das denn dann? Und wenn das nichts mit Gönnen zu tun hat, dann kann er aufhören damit. Ich verstehe, dass ich sein emotionales Auffangbecken bin. Ja, sein Tempotaschentuch sozusagen, ne? Ich bin die Einzige, die mit all seinen Schwächen kennt. Ach, hör doch auf. Jetzt mach doch nicht sei du doch nicht seine Therapeutin. Also wirklich, seine Ehefrau. Und du musst. Wo sind deine Standards? Wo ist deine Selbstliebe? Lass dich doch nicht so behandeln, nicht? Aber es ist deine Entscheidung, ne? Und ich habe uns in all diesen Punkten wiedergefunden. Also jetzt hat er schön mit dir geredet und ja, hat das jetzt aufgehört, die Affäre, oder nicht? Also ist ja toll, wenn ihr schöne, das habe ich so oft erlebt. Dann, ja, ich verstehe dich so. Und ja, schön, dass du sagst, dass du so verletzt bist. Aber leider werde ich diese Frau weiter besuchen müssen. Ich kann halt nicht anders. Weißt du, dann soll er einfach sagen, soll er dir in die Augen gucken und sagen, du, ich finde euch beide gut, ich würde gerne eine offene Beziehung führen. Das würde ich stark finden. Ne? Das wäre cool. Ne? Oder tut mir echt leid, dass ich das gerade jetzt erst so drauf komme, aber kannst ja auch jemand anders suchen. Ich möchte einfach nicht mehr in einer committeden Beziehung leben. Das wäre doch eine Aussage mal. Ne? Ich treibe die räumliche Trennung mit dem Wissen der ersten Phase gerade weiter voran, finde ich richtig. Wir werden in Kürze da räumlich was machen. Ja, das hört sich ganz gut an. Er hadert noch, ob der Konsequenzen. Ja, er möchte gerne, dass es so weitergeht. die damit auch auf ihn zukommen, weiß er doch mal die Dinge, die ich ihm im Alltag abgenommen habe. Ja, er wascht nicht seine Socken weiter, ey, echt. Und er geht immer schön zu anderen. Ey, mach das nicht, ey. Er kann sich nicht zwischen uns entscheiden momentan. Er will es nicht. Aber schreibst du ja auch. Er kann und will sich momentan nicht entscheiden. Ja, sein gutes Recht. Bis dahin ist eure Beziehung tot, fertig, auf Eis, wie auch immer. Aber lebt das dann auch, wäre mein Rat so, ne? Aber musst du wissen, ist ja auch immer schwierig aus so einer Mail hier. Er sucht irgendwas in dieser Beziehung und es macht immer weniger mit mir, wenn ich merke, dass er mal wieder bei ihr zu Hause war oder sie erneut lange telefonieren oder geschrieben haben. Ja, du lässt, also, weißt du, warum macht er das? Weil er es kann auch irgendwo, ne? Also, wie gesagt, wenn du, ich meine, das ist dein Leben, wenn du sagst, ja, was ich dir nicht so richtig glaube, das macht mir nichts. Ja, da würde ich dir aber raten, also ich würde dir wirklich raten, die Beziehung ins Gleichgewicht zu bringen und da würde ich sagen, okay, ich mache jetzt auch nichts mehr. Und weil da wird, also selbst wenn das, was ich überhaupt nicht glaube, nicht bis jetzt schon viel mehr ist, wird irgendwann viel mehr sein. Und ja, dann ärgerst du dich, ne? Aber klar, ist deine Entscheidung, nur dann wird ich mir auch einen anderen Mann suchen. Also, warum soll dann nur er dann mal gucken, ob er da auch so gut mit umgehen kann, so, ne? Bist da meiner Ansicht nach nicht neutral genug, so, ne? So, vielleicht erkenne ich, dass ich doch machtlos bin. Ja, du. Also, du lebst deine Macht nicht aus, ne? Wenn du wirklich knallhart sagen würdest, das war's, tschüss, es ist aus, melde dich wieder, wenn du weißt, was du willst, dann würdest du deine Macht in Anspruch nehmen, ist meine Meinung. Aber das ist vielleicht für dich nicht stimmig und ich kenne ja auch nicht alle Umstände hier so. Es braucht wohl ein Zeichen in ihrer Beziehung, damit er sich über was auch immer bewusst werden kann. Nee, die haben einfach auf deine Kosten ein Stück weit eine schöne Zeit irgendwie, ne? Ich möchte immer noch hoffen, also sonst, weißt du, wenn das so alles so freundschaftlich ist, ne, das wäre nochmal, dann sag doch mal, okay, dann treffen wir uns zu dritt. Ist doch nur freundschaftlich bei euch. Gehen wir mal zu dritt schön was trinken.
Gehen müssen, Kicker spielen, irgendwie geht jetzt gerade nicht so gut, oder gut, ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir da gerade ist, ich weiß auch gar nicht, wo die Mail herkommt. Ja, gehen wir mal Kicker spielen, quatschen, haben einen schönen Abend, ist ja alles so freundschaftlich. Überprüf das doch mal, ob das so stimmt, wirklich, mit solchen Vorschlägen so, ne? Ich möchte immer noch hoffen, ja, das ist immer die Krankheit des Pluspols, dieses ewige Hoffen, ey, aber gut. Denke ich doch, dass er nach wie vor die Liebe meines Lebens ist. Ja, aber bist du auch seine Liebe, seines Lebens? Ist das denn ausgeglichen, ne? So, und vor allen Dingen, ist es wirklich Liebe oder ist es ein altes Muster? Gibt es auch ein schönes Video von mir, ne? Ist es Liebe oder ist es Ausleben eines alten Musters? Ich möchte immer noch hoffen, denke ich doch, dass er nach wie vor die Liebe meines Lebens ist, sonst hätte ich es wohl nicht so lange mitgemacht, okay? Auch hier erkenne ich mich wieder, er übertritt die Grenze nicht, er weiß, dass ich diese gerade noch so akzeptiere. Ja, woher weißt du das? Bist du dabei? Aber wie gesagt, ich bin da total. Ich habe so viel lügende Menschen erlebt in meinem Leben, auch beruflich und ich. Also. Naja, ich wüsste auf jeden Fall, was mein Bauchgefühl sagen würde. Aber guck mal, was dein Bauchgefühl sagt. Ich bin ja auch nicht drin in der Situation. So, ich finde leider nicht zum Thema Ehe, Depression, Affäre. Nicht, meinst du, es war nicht mein Kanal? Da gibt es, würde ich fast sagen, hunderte Videos von. Keine Dreiecke. Ich kann es ganz gerne nochmal sagen zum 500.000 Millionsten Mal. Keine Dreiecke. Wenn ihr alle nur diesen einen Ratschlag beherzigen würdet, keine Dreiecke und vielleicht noch die Beziehung ausgeglichen machen, es wäre eine ganz andere Welt. Wie gesagt, wenn man jetzt irgendwie dahergeht und wenn jetzt jemand mir schreibt und sagt, hey, ich lebe hier in einer polyamoren Beziehung, ich sage jetzt nicht, dass es das grundsätzlich nicht funktioniert, nur du willst es einfach nicht und dann solltest du es auch nicht akzeptieren, so, ne? Wie kann ich mich möglichst lösen und mein Selbstwertgefühl wieder aufbauen, ohne die Hoffnung zu verlieren und ihm weiterhin als Freund zur Seite zu stehen? Also wenn du das zusammenbringst, dann muss man echt nochmal schreiben. Ja, zum Lösen, ja, gut, du bist ja einfach noch nicht so weit, dass du dich lösen möchtest, ne? Aber eine Beziehung, die dein Selbstwertgefühl crasht, ist das die richtige Beziehung? Du kannst nicht eher gehen, als du die Hoffnung nicht aufgegeben hast. Und wo er dich hier freundschaftlich behandelt, das müsstest du mir nochmal erklären. Möchte zum einen natürlich nicht der Spielball sein. Schließlich empfindet sie ja auch was für ihn. Oh Gott, du bist echt so richtig pluspolig, also verstehst alle und ist auch ein toller Teil, aber es ist auf deine Kosten gerade und verstehst du dich? Verstehst du deine Seele, ob der das gut tut? Ne? Weiß aufgrund dessen allein schon, dass ich mich hier und jetzt lösen muss. Ja, also das muss ich wirklich sagen, da bin ich total froh. Also da bist du klarer als so und auch viele andere. Aber stehst mit einem Bein da und einem Bein da, ne? Andererseits möchte ich natürlich auch nicht der Notnagel sein, wenn beispielsweise sie auf einmal einen Rückzieher macht oder jemand anderen kennenlernt. Ja, vor allen Dingen, wenn er einmal merkt, dass er damit durchkommt, da willst du vermutlich das Thema immer wieder haben, ne? Im Moment haben wir für diese Umstände ein gutes Verhältnis. Wir sehen uns zwar noch jeden Tag, aber ich habe die Kommunikation aufs Nötigste runtergefahren. Gut. Zudem habe ich ihm auch gesagt, dass es eine Zukunft für uns nur da geben kann, wenn er bereit ist für eine Paartherapie. Ist meiner Ansicht nach der falsche Standard. Man sollte es sagen, wenn er sie aufgegeben hat. Weil, was soll denn eine Paartherapie jetzt bringen? Ihr geht in eine Paartherapie und dann sagt er da auch, ja, ich würde ja so gerne, ich kann aber nicht, ich kann nicht. Was soll ich machen? Meine schlechte Kindheit und das müsst ihr doch alle verstehen hier und ja, was ist dann gewonnen, ne? Also ich würde das in der Paartherapie genau so sagen, so, und dass es so nicht geht, ne? Man kann nicht, weiß ich nicht, den Kuchen haben und den Käse, das geht einfach nicht, ne? Also geht schon, aber es geht auf deine Kosten, ne? Andererseits frage ich mich auch, warum ich das seit all den Monaten mitmache und mein Leben von so einer armseligen Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen leiten lasse. Gute Frage. Ich frage mich, wie all das im Zusammenhang mit einem Bla, okay, das lassen wir mal aus. Gut, ich denke, ich habe alles gesagt dazu und könnt gerne kommentieren, gebt meine Arbeit gerne
weiter meinen Kanal, liked, abonniert meinen Kanal und wir werden es vergessen.